Am 4. November wurde im Parchimer Konferenz- und Tagungszentrum Solitär II ein Kommunalfrühstück abgehalten. Dazu luden die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Nordwest zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Kommunen und kommunalen Unternehmen ein. Gemeinsam wurden in informativen Vorträgen und Talks die Themen Digitalisierung und Cybersicherheit behandelt. Jeder beschäftigt sich im Moment mit Digitalisierung, mit Vereinfachung von Prozessen, mit dem Thema Fachkräftemangel, kommen in eine geburtenschwächere Zeit rein. Überall sind offene Stellen vorhanden und trotzdem ist gefühlt immer mehr Arbeit da. Und wie soll man das denn irgendwie alles hinkriegen? Und das Digitalisierung ein Weg, um sich das Leben leichter zu machen. Die Kommunen erbringen in Deutschland 85% aller Verwaltungsleistungen. Keine kommunale Ebene in Europa trägt mehr Verantwortung. Die Sparkassen sind führende Anbieter für elektronische Zahlungssysteme im kommunalen Bereich. Sparkassen sind ja in kommunaler Trägerschaft, also insofern gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den Sparkassen und Kommunen. Das ist quasi naturgegeben und es ging heute eigentlich maßgeblich darum, auch mal zu präsentieren, was Sparkassen über die klassischen Bankdienstleistungen hinaus noch können. Also sicherlich Kredite vergeben ist so ein Klassiker, Zahlungsverkehr ist so ein Klassiker. Und die Sparkassenfamilie ist eben relativ groß, da gibt es leistungsstarke Verbundpartner, die eben auch Leistungen anbieten können und die haben wir heute angeboten. So informierte etwa die S-Public Service GmbH über ihre Unterstützung bei der Umsetzung digitaler Bezahllösungen. Die Sparkassen Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Nordwest signalisieren damit ihre Bereitschaft, den Kommunen als Partner in einer nachhaltigen und digitalen Transformation zur Verfügung zu stehen.